ein Riese. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skylander Swap Force mit dem Drachenburschen und meiner Wenigkeit, dem Hochwohlgeborenen von und zu Jokets. Und mit dabei sind auch der Max und der... Doktor hast du vergessen. Max und wer? Max und... Die wir herzlich... Was? Jetzt grüßt doch endlich. Was denn das denn? Genau, die auch mit uns dabei sind in unserem Herzen, denn wir grüßen sie. Und damit zurück zum Spiel. Ah, an den Dinger kann man aber vorbeispringen, das ist gut. Ja, hallo? Ja. Du könntest auch mitkommen, ja, danke. Ah, die zieht... Ja, wir wissen, was du... Komm. Ich wurde gleich doppelt getroffen. Oh. Ach, da hinten ist... Ah. Ich hab's auch wieder übersehen, aber ich hätte eh auf dich warten müssen. Am Baumklatschergipfel. Jetzt können wir hier den Altair machen. Sehr cool. Okay. Wow, der sieht die Attacke heftig sieht geil aus. Ja. Für Doomstone. Stein an der Blick und Tisch drehen. Also cool, wenn man auch die Fähigkeiten sehen würde, die jetzt freigeschaltet sind. Ja, die sieht man wahrscheinlich auch immer mit... Hey, der ist cool. Also dieses bisschen auf antik gemachte Level haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen. Jetzt hier, Altair. Okay, den Adler kann ich nicht nachmachen. Ich bin ein schlechter Adler. Ach komm, geh weg. Ich will dich nicht. Ich mag dich nicht. Da wäre der René wohl ein besserer Adler. Wer? Ach, Fußball. Was? Nein! Wow, nein, der Stinkbomb geht gleich drauf. Nein! Zu langsam. Oh. Ich sehe immer nicht drüber, dann musst du heute was tun, wenn ich schreie. Papalapa. In Not schreie. Aber den da müssen wir auch nochmal verbessern irgendwann. Take the one you like. Haben wir die schon verbessert, die letzte Fähigkeit von ihm? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, ich frag dich. Ja. Ich weiß es auch nicht. Wir haben sie auf jeden Fall gefunden und wir hatten auch ziemlich viele Münzen. Ja, ist ja auch egal. Au. Die machen ganz schön Schaden, gell? Diese komischen Aufräumroboter hier. Ich weiß nicht, hat mir die verbessert oder hat mir die nicht verbessert? Wir sollten nochmal zurückgehen zum Ei, komm noch mit. Ja. Nee, zum Ei können wir nicht mehr. Achso, zum Ei kommen wir nicht mehr? Na gut, dann spielen wir mal so hier weiter. Sagt ja, obwohl man zum Ei kommt. Wobei, ich wechsle hier nochmal ein bisschen. Kannst du doch einfach anschauen, ob wir den schon verbessert haben, komplett. Ja, das wäre auch eine Idee, aber egal. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile eh alle fast komplett verbessert, oder? Ja, fast. Nehmen wir jetzt mal wieder mal einen Skylander, den ich lange nicht mehr gespielt habe, aber auf dem ich mal wieder Bock habe. Auf wen denn? Tja, lass dich überraschen. Wer könnte das nur sein? Die freie Zone! Ja, Freezone ist immer cool. Nee, also Freezone spiele ich auch immer gerne. Endlich mal wieder die Blitzfähigkeit benutzen. Den Imperator mimen. Und da ist auch wieder so eine schöne Truhe. Für uns, nur für uns. Nur für uns. Ja. Munzen. Nachdem es mir vorhin schon nicht vergönnt war, die andere Truhe zu öffnen. War es doch. Ja, ich durfte nicht öffnen. Du hast gesagt, wir müssen weiter. Als ich die Truhe mit Crusher öffnen wollte, wo wir einen Giant brauchen. Ach, die. Ja. Wer will diese Truhe schon? Niemand mag diese Truhe. So, was gibt's hier? Müssen wir zurück. Wollen wir erst noch hier, was hier zu holen gibt. Da brauchen wir einen Skylander, der springen kann. So einen haben wir leider gerade nicht da. Der ist schon etwas defekt. Weil uns die Schlange ja... Weil unser Rattle Shake ja leider kaputt gegangen ist, beziehungsweise wie gesagt den Geist aufgegeben hat. Ärgerlich, aber nun ja. Das ist aber echt blöd, wenn ein so ein Skylander drauf geht, dann hat man gleich zwei Fähigkeiten nicht mehr. Wieso zwei? Naja, also die Fähigkeit hat man nicht mehr und das Element hat man auch nicht mehr. So war das gemeint. Ja, das stimmt. Magie-Zauberknilch. Oh, wie gemein. Alter, der lässt sich jetzt teleportieren. Ja, kann er ja nicht bringen, sowas hier. Au. Zünd ihn mal an und erledige ihn. So, den einen habe ich runtergeworfen. Den anderen auch noch. Komm her. Oh, die explodieren, Vorsicht. Hätten wir doch auf die andere Seite nach oben gemusst. Zu dieser Kampfzone. Nee, unmöglich, wenn du das sagst, dann. Ja, das war ja eine Frage. Nee, ich glaube, wir müssen doch wieder zu der anderen Seite hoch, oder? Unmöglich. Na komm, gehen wir nochmal zurück. Schauen wir nochmal, ob es weiter hingeht.
okay, das war jetzt absolut nicht mein Plan. Aber immer, ja doch, das war genau mein Plan. Schriftrolle. Mal schauen, was sie uns erzählt hier über diesen Ort, an dem wir hier gefangen sind. Über, ach, Chaos Labor ist das hier. Die streng geheime Experimentierabteilung im Labor von Chaos Festung ist für viele der seltsamen Phänomene in den Skylands verantwortlich. Die meiste Arbeit fließt zwar in die Schaffung seltsamer Monster, doch nicht wenige Ressourcen werden darauf verwendet, eine magische Salbe herzustellen, die eines Tages dafür sorgen wird, dass Chaos wieder Haare wachsen. So hofft er zumindest. Ach so, ja. Chaos größtes Problem sind nicht die Skylands. Nein, Skylander, es sind seine nicht vorhandenen Haare. Und das Tor öffnet sich hoffentlich gleich. Wenn wir... Gibt es eigentlich auch schon einen Soft-Skylander vom Element Erde? Ja, gibt's mittlerweile. Rubble Rouser gibt's. Wen? Rubble Rouser. Ja, wen auch immer. Der ist vom Erdelement. Was macht der hier? Skylander. Das ist ein anderer. Dieser Zahnrad-Golum ist durch einen außerordentlichen Durchbruch keine Gefahr. Ich habe die Verhaltensmaschine dieses Zahnrad-Golums umgebaut, damit er nicht mehr so fies ist. Er ist so ziemlich auf unserer Seite, aber ich brauche noch ein paar Teile, um alles fertig zu kriegen. Sie müssen irgendwo in diesen Kisten sein. Ich verliere manchmal den Überblick. Wäre überraschend, wenn da echt viele Gegner kommen. Am besten machen wir seine ganzen Kisten einfach mal kaputt, das hilft ihm bestimmt enorm. Hier, ach, das ist die Mülldeponie hier. Aber es ist schon ein Traumjob, hier direkt neben Chaos Labor zu arbeiten. Aber da kriegt er immer den ganzen Müll ab vom Chaos, dann kann er bestimmt noch was Tolles mit anfangen. Ey, werden nicht mehr vergiftet. War das einer von denen, die du da rumschleuderst? Nee. Was trägst du? Ach, das ist die erste von diesen komischen Teilen, die wir für den Golem brauchen. Für den Gollum. Die heißen ja wirklich Gollums hier. Oder Golems. Aber Gollum ist eigentlich der coolere Name. Oh, wir haben die drei Roboterteile schon gefunden. Na, geh weg, du. Da legst du sie nieder. Weg mit dir. Weg. 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 Stufenaufstieg. Jetzt kracht es richtig. Jetzt kracht es richtig. Das würde ich aber auch mal sagen hier. Komm. Ja, ja, ich komm schon. Bin unterwegs. Da drüben ist noch ein Geschenk. Ich glaube, das kriegen wir jetzt. Ist aber nur eine Vermutung. Hammermäßig. Na, klar, dass das Crusher sagt. Gut gemacht, wirklich ausgezeichnet. Lass mich nur eben diese Räder justieren. Und fertig. Aha. Tja, das kann ja durch Telekinese. Haben wir wieder einen Telekinesen hier. So, was hast du denn gegen Chinesen? Ich habe nichts gegen Chinesen. Ich war ja schon in China und ich fand die eigentlich ganz cool. Saphir. Noch einer. Wir haben ja nicht schon so ziemlich alle. Nee, wir haben nicht alle. Wir haben jetzt 26% Rabatt, glaube ich. Ja, aber ich meine, wir haben so viele Skylander verbessert. Ja, wir müssen uns wieder ein paar neue kaufen. Du siehst es ja. Sonst haben wir nichts mehr zum Verbessern. Das ja, ist das, super. Das Prinzip. Ja, ja. So, kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ui. Sind sie das? Nee, ja, wir haben ein bisschen Crusher. Ich mag Crusher. Der ist hammergeil. So, schauen wir mal nach hier rüber. Weißt du, was ich meine, wenn ich sag hier rüber? Hier kommen wir her. Naja, aber komm nochmal her. Komm her. Hier kommen wir her. Ja, aber da war doch nochmal diese eine Zone, wo wir noch nicht waren. Diese eine Kampfzone, weißt du noch? Nee. Weißt du noch damals? Nee. Diese eine Kampfzone? Nee. Jetzt nach links rüber, da war eine Kampfzone. Nee. Doch, da war eine. Nee. Du wirst mir nicht glauben, aber da ist tatsächlich eine. Nee. Nee. Geheimes Testgebiet, siehst du mal. Was ich hier alles sehe für Geheimnisse. Ja, da wollte ich vorhin reinhüten. Nee, dann geht's weiter. Ja, hätte ja sein können, aber jetzt sind wir ja eines Besseren belehrt worden und nein. Apropos leer. Ich sterbe hier schon fast wieder. Nein, 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 nein. Nein, 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 ihr bringt nicht schon wieder Crusher um. Nein, 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 nein. Ich hab irgendwie das Gefühl, du hast so ein Talent, hier irgendwie jeden Skylander umzubringen. Nee, die Gegner haben so ein Talent dafür und umbringen tue ich es ja nicht. Ich versuche immer rechtzeitig noch runterzuziehen. Du schaust da immer lächelnd dabei zu und freust dich dann, wenn mein Skylander das Zeitliche segnet. Nicht, nein. Nee, nein, nein, du doch nicht. Alle, aber nicht du. Au, au. So, und drei. Das ist alles nur für einen Pulli. Ja. Das war's doch. Wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Wir haben bestimmt auch Gold bekommen und einen Pulli, ja? Also, bitteschön, ja? Freu dich mal ein bisschen. Whatever.
Du bist immer so undankbar. Selbst, schau mal, ein Pulli, hallo. So ein schöner Pulli, den wahrscheinlich auch noch Chaos Mama gestrickt. Ah, da kommt irgendwie hier raus, wenn man drauf springt, oder? Ja. Den wahrscheinlich auch noch Chaos Mama gestrickt hat für uns. Und du bist nicht mal dankbar dafür, dass wir ihn bekommen. Also wirklich. Hallo, Schäme Chaos ich. Mama hat Tessa entführt. Soll ich doch dankbar sein? Oh, ja, danke, du hast Tessa entführt. Ah, aber danke für den Pulli. Endlich nervt sie nicht mehr und labert uns nicht mehr voll. Nein, Tessa ist ja eigentlich ganz cool. Nein. Gewesen. Nein, nicht? Hm. Nicht? Also ich fand sie eigentlich ganz okay. Na. Naja, wir retten ja Tessa. Wenn nicht in diesem Level, dann im nächsten. Bisher haben wir ja noch nichts von ihr gesehen. Also wir wissen ja eigentlich noch nicht mal, ob sie wirklich hier ist oder ob hier nur... Wir vermuten nur, dass wir vermuten, ja. Wir haben einfach gedacht, wo wohnt der Chaos? Machen wir mal sein ganzes Labor kaputt. Dann rückt er die bestimmt raus, so aus Dankbarkeit oder so. Dass er wenigstens nicht selber sein Labor aufräumen muss. Dann würde er dir gerne helfen, aber... Nee. Es gibt Dinge, die mich davon abhalten. Ah, Chompies. Zum Beispiel. Wobei Chompies ja nicht so ein richtiges Argument sind für Probleme. Eher für Spaß! Wir biegen lieber nach links ab, oder? Nee. Hier kommen wir wieder raus. Ach, wenn wir brilliert haben. Also wir müssen nach rechts rüber, glaube ich, oder? Oder erst nach vorne? Oh, nee, erst nach vorne. Damit er uns wieder zum Schaf machen kann. Damit er uns wieder zum Thomas machen kann. Nein. Okay, no, hat funktioniert, glaube ich. Ja, hat funktioniert. Mich jetzt nicht erwischt, jetzt musst du nur noch rechtzeitig springen, den Absprung finden. Und dann sind wir auch schon gleich bei ihm hier und können wieder voll quatschen lassen. Ziel erfasst. Vorsicht, Skylander, es geht los. Die nächste Scharfschützenkanone ist durch brennende Schmiere geschützt, die sich ohne Vorwarnung erhebt und dann wieder fällt. Zieh den Schafponcho an und beweg dich. Na gut, dann wir sollen in Bewegung bleiben auf jeden Fall. Scharf bestätigt. Au. Weil diese Schafskostüme sind auch so richtig unauffällig. Nee, also würde ich nie dahinter kommen, dass da kein Schaf drin ist. Nein. Ja, ein Schaf kann ja drin sein, das sieht man ja nicht, aber... Man könnte zumindest denken, dass sich da jemand versteckt vielleicht, aber nein, bestimmt nicht. Du fliegst davon, ja, das stimmt sogar. Free Zone, dafür hast du ja deine Flügelchen. Oh, ich glaube, wir sollten nach oben gehen. Ich glaube, es würde sich anbieten, einen Schritt nach oben zu wagen. Geht's dahin? Na gut, ich glaube, ich will nicht wissen, wo es dahin geht. In mein Verderben würde es da im Zweifelsfall nur gehen. Aber es hat aufgehört, nach oben zu gehen, das Zeug. Brauchen wir hier? Wasser brauchen wir hier. Haben wir überhaupt einen? Den haben wir noch. Ja, da wird gerade einer von einem Riesen-Chompy gejagt. Wasser. Und Technik. Achtbein statt Holzbein. Waschtag. Für die Waschladung. Ja, aufmachen, aufmachen. Sind Skylander des Wasserelements stark. Ich habe diesen magischen Pool gefunden, Skylander. Aber Mr. Chompy hat hier alles übernommen. Er will meine Schuppen essen. Und ich werde hier ganz schön müde. Du musst ihn für mich schlagen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Im Ernst? Besiege Mr. Chompy. Ich kann hier nicht den ganzen Tag rumrennen. Ah ja, der heißt aber schon Schwindler. Chompy. Der heißt schon Schwindler. Das ist sehr überzeugend. Oh Gott, oh nein, der teilt sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Theoretisch müsste es ja dann irgendwann unendlich mehr werden. Die werden zwar immer kleiner, aber naja. Nein, denn die ganz kleinen kann man dann doch besiegen. Irgendwann sind sie dann doch hin, die ganz kleinen. Wenn sie auf der Mini-Größe sind. Mal schauen, ob wir da noch mehr sehen von diesen Kleinen. Du hast wirklich den Tag gerettet, Skylander. Jetzt, wo ich wieder zu Atem komme, fühle ich mich viel besser. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wow. Ein Geschenk. Ein Hut. Lustiger mit Fantasie Hut. Ist es ein Hut, ja. Es könnte natürlich auch einfach. Asteroiden. Oh. Asteroiden. Ja, 60 Gesundheit nehme ich gerne. Anziehender. Jetzt bist du noch anziehender. Das ist sehr passend, wenn er von anziehend redet. Und also Gesundheit kann man immer gut gebrauchen, wa? Gesundheit. Ah ja, danke. Danke, dass ich auch noch mit rein darf. Wie gütig. Na, immer wieder hier. Ja, okay. Diese Attacke werde ich auch nie. Aua, diese Attacke werde ich ja auch nie verstehen. Die da. Warte, ich komm rüber. Ja, ich komme ja schon. Steigt das Zeug in der Mitte? Mhm. Gut. Ah! Oh,
Oh, da gehe ich lieber nicht rein. Also schön, man kann hier nicht so überhaupt nicht ausweichen, fast. Au! Komm her, sonst wird's hier. Ich brauche Lebensenergie. Sehr gut, danke. Ja, das ist praktisch, dass man die dann mal in die Soße reinhauen kann mit deiner Attacke. Wind in den Segeln. Mhm, was? Du wolltest baden gehen? Ja, ich wollte baden gehen. Dann sag das doch, dann gebe ich dir ein Wasserbad. Ja, ist nett von dir. Ich mag aber lieber hier so ein Ölbad. Das sieht irgendwie angenehmer aus, finde ich. Oh, mal wieder ein Rätsel für uns. Nur für uns beide. Eisbrecher heißt das. Hm. Also ich komme zu meinem nicht locker hin, ne? Aber ich hoffe zumindest, du kommst locker zu deinem hin. Ich überlege gerade noch. Okay. Doch, warte. Das war alles geplant. Du musst an dein Ding kommen. Ja, ich komme da eh nicht mehr weg. Nicht? Wenn ich dahin gehe, komme ich dahin. Wenn ich dahin gehe, komme ich dahin. Wenn ich nach oben gehe, komme ich dahin. Guck mal, ich habe den einen Ventilator ausgeschaltet. Nein! Stück des Wahnsinns! Ich steppert! Ne, ich komme da echt nicht mehr weg. Ich habe es genau geschafft, da irgendwie in die Mitte reinzukommen. Das war nicht so ganz optimal. Ja gut, dann komme ich auch mal in die Mitte. Halt, falsche Richtung. Falsche Richtung! Fast. Falsche Richtung! Nein? Da, genau. Genau dahin musst du. Naja, immerhin. Ein Strahl haben wir ja. Ein Strahl haben wir ja. Das zählt ja auch, glaube ich, nicht zum Fortschritt von dem Spiel. Nee, Strahl. Geht wirklich nur um Münzen hier. Oh, da sind wieder die Schaf. Komm! Munition. Wir gehen in den nächsten Levelabschnitt, beziehungsweise wir fahren mit unserem, ja, nennen wir Surfbrett. Mit dem Surfbrett, Surfboard, was auch immer. Schalte ja, nur noch ein Geschütz, nur noch einen Schafturm und dann auch nochmal so ein ganzes Level, bis wir drin sind. Meinst du? Nee, ich meine nicht. Du weißt es. Oh, diese Geräusche sind... Oh nein. Wir hätten da nicht aufmachen sollen. Hier werden wahrscheinlich die Chompies hergestellt, aber immerhin kommen sie nicht mehr aus ihren Pflanzen raus, sondern sind hier irgendwie anders hergestellt worden. Mondschein. Wahrscheinlich haben sie irgendwo so ein Zuchthaus für die Viecher. Wo sie gezüchtet werden, diese kleinen Chompies. Haben sie einen großen Garten. Hat die Mutter einen Garten und da gibt's dann. Chompies. Genau, da nicht irgendwelche Tomatenwände angebaut oder Gurken oder sondern so. Chompies. Nein, Chompies. Wir bauen Chompies an. Nee, komm her. Warum? Weil wir erst noch hier das Kletterlevel machen. Bevor wir da weitergehen. Nur ein Swap Skyland. Darf ich? Ja, weil ich darf. Ich mach nur das Fahrlevel eigentlich von all den Welches? Dieses Fahren, diesen Rennen. Achso, ja, das Fahrlevel ist cool, das stimmt. Das ist eigentlich auch das Coolste, finde ich. Ja, finde ich auch, deswegen mache ich es ja auch nur. Aber wir haben ja hier die Kletter. Oh. Sind sie aber auch immer leider sehr ähnlich, muss man sagen, diese. Ja, was erwartest du? Das ist ein Kinderspiel. Ja, trotzdem, das heißt ja nicht, dass es keine Abwechslung geben kann. Doch. Ich meine, die Level sind ja eigentlich auch relativ unterschiedlich. Das ist in der Definition von Kinderspiel enthalten. Ach so. Keine Abwechslung. Nee, ach so. Damit man die Kinder nicht verwirrt, oder was? Genau. Verstehe schon. Haben wir hier irgendwo Zeit laufen? Nee, ich kann das alles locker einsammeln. Du kannst mir übrigens auch helfen, wenn du möchtest. Könnte ich, aber wozu? Du machst das super. Ja, es könnte ja auch mal kritische Momente kommen. Nee. Schau, das ist jetzt alles. Ja, dann musst du Bescheid sagen, wann. Ja, ich sag schon. Momentan geht's gerade noch. Kann man wieder hier sich wunderbar durchmanövrieren. Das Fluglevel finde ich eigentlich auch noch ziemlich cool. Wenn du das kennst. Die hasse ich. Echt? Nee, also die Fluglevel finde ich eigentlich auch immer noch ganz abwechslungsreich. Fluglevel und, Fluglevel und diese Rennlevel. Beziehungsweise Fahrlevel, das sind echt so die beiden coolsten, meiner Meinung nach. Welche Level findet ihr bisher am coolsten, also von diesen Zusatz-Herausforderungen, Swap-Herausforderungen? Herausforderungen? Schreibt's mal in die Kommentare, würde uns interessieren. Sagt einfach keine, bitte. Hm? Bitte sagt keine. Komm ich nicht ein? Nein. Na. Mich so haben diese geholfen. Ja, ich weiß. Boah, hast du den gesehen? Hast du den zwischen den grünen Dingern... Boah, wieso kann der durch die Röhre... Okay, man kommt zwischen den Dingern durch. Dankeschön. War das du es gerade oder war das, weil das Level zu Ende war? Das war ich. Doch in im Zweifel warst du es gerne. Ja, klar. Aber nur wenn es was Gutes war. Ja, natürlich. Natürlich. Würde ich ja nie was anderes behaupten, weißt du ja. Ganz viele Lumunchen.
Ja, ich behalte ihn jetzt erstmal. München für die Armen. Bonus-Missionskarten. Ja, 1 von 2. Da kommt Freude auf. Ne, die Bonus-Missionskarten, ich weiß gar nicht. Da gibt es wahrscheinlich nochmal irgendwelche Bonus-Missionen oder so in Holzhausen oder sowas war das, oder? Mhm. Können wir auch mal schauen irgendwann mal. Irgendwann mag ich ihn gut. In dieser Zone sind Skylander des Technologie. Nicht durch die Soße durch. Das tut dem Tintenfisch nicht gut. Noch ein Erfolg. Noch ein Erfolg. Ich frage mich, ob er noch einen Erfolg auch sagen würde, wenn man auf der Xbox 360 oder auf der Xbox One einen Erfolg freischaltet. Das würde mich echt interessieren. Ja. Ah. Ui, das lohnt sich ja richtig. Und mit meinem Magneten an sammelt er die automatisch ein. Ja. Und auch den 4. Wollpulli haben wir. Jawoll, wir haben alle Wollpullis. Ja, Wollpulli. Jawoll. Jawoll. Nicht per Woll, sondern jawoll. Ja, damit dein Wort wie zum Beispiel auch schon mal besser. Das ist dann das Waschmittel von Ja, das ist dann Jawoll. Wenn Ja ein Waschmittel hat, kennt ihr sowas wie irgendwelches Fresszeug, was Ja hat. Also so Salzstangen oder sowas, das kenne ich von Ja. Oder Erdnüsse. Erdnüsse eben auch. Aber liebe Erdnüsse. Aber Jawoll wäre auf jeden Fall eine gelungene Produkterweiterung, würde ich behaupten. Na. Achso, das ist Erde und Magie, dieses Tor Magie, da war was. Mit Magie macht das Kochen Spaß. Wir haben einmal haben wir Erde auf jeden Fall hier und Magie finden wir auch noch irgendwo, hoffe ich mal. Crush Hour. Ich dachte, es wäre eine Geisterzone, deswegen hatte ich erst so dramatisch aufgeschrien, so verzweifelt, weil ich ja vor allem mit Betonung aufgeschrien. Geschrien, ja. Alle zusammengebrüllt habe ich, aber dann ist mir auch gefallen, dass wir hier ja doch rein können. Oh, tu mal bloß den Crusher wieder runter, der ist leider etwas lediert, den tun wir wieder drauf. Jawohl, wahrscheinlich brauchen wir ihn eh nicht mehr. Ich hätte schon gedacht, dass wir in dem Level gar nicht mehr brauchen, aber tatsächlich braucht man zweimal hier einen Erzgeländer in dem Level. So eine Schande. Man lernt ja nie aus. Ja, hier sind wir jetzt aber gerade auch nicht am Umbauen. Krach und Krawall. Blasbuckler. Oh, mal wieder einer von den kleinen Quatschköpfen. Oh, und vor allen Dingen haben wir Charaktere getauscht. Skylander, ich habe diesen radioaktiven Fisch gejagt. Kam mir wie eine gute Idee vor. Jetzt sitze ich in dieser Festung fest. Einige Leute haben mir erzählt, dass nicht Skylander Wahnsinnskräfte kriegen, wenn sie diesen Fisch berühren. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, ihn zu fangen, verscheuchen ihn diese gruseligen Aale. Ich schaffe es einfach nicht. Kannst du mir helfen? Lass uns angeln gehen. So, warte mal, jetzt tauschen wir noch schnell aus. Was? Warum tauschen wir jetzt schon wieder? Weil du meinen hast und ich deinen. Ach so. Also Skylander? Was für eine... Ja. Was für eine Gemeinheit. Was ich mir hier schon wieder erdreist, einfach deinen Skylander zu nehmen, gell? Ich sollte mal langsam anfangen, mich zu schämen oder so. Also das wäre schon irgendwie angemessen. Das leuchtet ja sogar ein bisschen das Unterteil. Nein. Sag mal, wie viel hast du jetzt eigentlich umgetauscht hier? Das ist ja Wahnsinn. Das eigentlich ist nur den für Pro-Controller. Du kriegst eigentlich, aber es hat ein bisschen länger gedauert. So, es war viel geswappe. Naja, das wollten noch die Zuschauer. Ja. Oder? Eigentlich schon, ja. Oh, lass uns angeln gehen. Ist zwar nur eine Angel da, aber wir angeln trotzdem zu zweit. Jetzt hast du gar nicht geschaut, wie es funktioniert. Nein, wir wollen nicht aufhören. Wir fangen also eigentlich wollen wir schon, aber wir dürfen nicht. Nee, der Jokic will aufhören zu angeln, weil der Jokic kein Angelfreund ist. Petri Heil hätten wir noch vorher sagen müssen. Mist, ich wollte gerade eine Pause machen, um den einen Fisch... Petri Heil ist ja so der Anglerspruch. Was ist aus dem Angler-Dateien? So, jetzt lass mal hier den Angler ran. Nein, das war unterschätzt. Aber immer müssen wir nur einen Fisch fangen. Jetzt komm mit. Hey, den hatten wir doch. Saufisch. Knapp, zieh. Ja, den radioaktiven Fisch. Jawohl. Fischi. Der Fisch ist drin. Der Fisch, seine Macht gehört mir. Mein Schatz. Ich glaube, ich schrumpfe. Es funktioniert nicht. Ah. Trottel. Es funktioniert wirklich. Juhu. Was? Kann jetzt fliegen. So. Okay, diese kleinen blauen Viecher, die sind alle so ein bisschen. Naja, lange im Kopf woanders. Ich wollte sagen, schon sehr lange in Chaos-Festung gewesen, aber.
mit dem Kopf ein bisschen woanders trifft's natürlich auch durchaus. Noch ein Erfolg. Noch ein Erfolg, ja, wir werden ja hier mit Erfolgen überhäuft förmlich. Guck mal, mein Skyline hat sich auch verändert. Das ist eine neue Kanone. Stimmt. Also auf der Figur ist es eine andere. Tja. Hätten sie mal anpassen können. Hätten auch mal ein paar mehr Sprüche bringen können. Also ein paar Verbesserungsvorschläge für Skylanders 4, was dieses Jahr erscheint, hätten wir schon. So ist nicht. Aber da weiß man noch nichts drüber, außer dass es erscheinen wird. Naja, und es wird ein Skylanders-Spiel. Und es wird ein Skylanders-Spiel. Und es wird natürlich hier Let's Played. Wird es das? Wird es das? Stimmt, das wird es. Ich konnte dich das nur vergessen. Tja, musst ja nicht mitmachen. Es zwingt dich ja keiner. Doch. Na, ich wusste es nur nicht, dass es ein neues Skylanders-Spiel gibt. Das sagt ja, noch gibt's keins. Also es gibt für LG-Fernseher gibt's irgendeins, habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Aber so ein richtig neues Skylanders-Spiel kommt erst Ende des Jahres wieder raus. Das ist... Wow.